Einmal runter auf 15, obwohl, ne, das dürfte eigentlich nicht reichen. So, dann machen wir uns jetzt mal hier ein gemütliches Bettchen aus Holz. Ne, werden wir das hier nehmen müssen. Und zudem nehmen wir uns was Schönes, Helles zu dem dunklen Boden. Und was wir auch machen werden, ist einen Schrank craften. Natürlich auch hell. So. Das wollen wir nämlich jetzt hier schon mal hinstellen. So, Bett haben wir auf der 5. Dann machen wir hier mit G wieder unser Raster rein. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Ja. Ist auch nicht zu weit. Nee. Hier platzieren wir unser Bett hin. Hier kommt dann die Tür rein. Na? Hier kommt dann die Tür rein. Hier kommt unser Badezimmer hin. Oder hier. Müssen wir mal gucken. Wir machen jetzt erstmal die Tür. Nee. Wartet. Doch. Und wir müssen noch eine Seitenwand reinmachen. Da müssen wir jetzt eigentlich nur wissen. Nein. Ich möchte nicht immer das haben. Und das andere sieht auch irgendwie Käse aus. Nee. Machen wir mal so eine Wand, komm. So, dann brauchen wir eine Tür, wofür wir jetzt erstmal wieder Holz brauchen. So. Eine Türe. Und da hätte ich gerne eine braune Holztüre. So, jetzt müssen wir abwägen, du kommst jetzt noch mal hier hin, wo soll unser Badezimmer hinkommen? Treffe ich jetzt gerade einen Baum? Ja. Abwägen. Nee, ich glaube, das Badezimmer kommt hier hin. Also wenn das Badezimmer hier hinkommt, dann können wir ja hier so einen Flur machen. Und hier dann die andere Räume dann dran. Das heißt einmal, dafür nehme ich das. Hier kommt jetzt das Grundgemäuer hin. Hallo? Bis hierhin. Schon mal.
Hier kommt das Badezimmer. Das heißt, sind das hier Wände? Holzplanke, Holz, jawohl. Dann nehmen wir die drei. Machen die natürlich schön breit, ist ja klar. So, hier kann ja jetzt gar kein Fenster hin. So, hier, das wird dann kleiner gemacht. Gucken wir mal. So. Damit ich weiß, wo ich hier entlang muss. So, das Grundgemäuer geht hier natürlich weiter. Auch hier wird das schon was höher gebaut. Und hier, das können wir auch schon mal hochbauen. So. Zack, zack. So, dann können wir ja hier ein Fenster reinmachen oder auch zwei. Wobei. Naja, doch, das können wir machen. So, jetzt haben wir hier. Jetzt muss ich wieder die drei auswählen. Jetzt drehen wir das Ganze. Machen das wieder größer. Raster rein. Und zack. Einmal wieder jetzt eine Wand drin. Jetzt nehme ich mir mal die Türe, weil das wird sich ja hier anbieten, oder? Nee, nicht. Nee, wir machen jetzt noch erstmal wieder Wand rein. Ich hoffe, ich finde das Holz wieder. Ich hätte mir mal die ID aufschreiben sollen. Nee, wir sind in diese Richtung gegangen. Noch ein hier nach. Ich glaube, das war das hier. Dann machen wir mal ein paar Stück, denn wir brauchen ja auch was davon. Komm, was soll der Geiz? Was wir auch schon mal machen könnten, wären Fensterrahmen. Im Schlafzimmer. Nee, ich möchte das hier haben. Warte, gehen wir noch mal hier drauf. So. Das ist das Dunkle. Dann kam das, das, das. Dann müsste es ja das hier sein, genau. Machen wir auch mal ein bisschen was von. Und was wir noch brauchen, sind Glasscheiben. Da machen wir auch mal eine ganze Menge von. Denn wir wissen ja nicht, wann wieder ein Update kommt, wo man für Glas auch wieder irgendetwas braucht. So, jetzt möchte ich aber erst einmal. Jetzt kommt das hier mal weg. So, das sind hier die Holzplanken. Welche ID haben die? Die 85. Das muss ich mir mal merken. Hier kommt noch. Größer. Upsala. Geht nicht. Nein. So. Dann hätte ich hier gerne die Tür. Die geht nach außen auf, das ist schon mal gut. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt wieder die Holzplanke. Boah, die passt aber genau, oder? Ja, passt genau. Boah, schön. Alles klar, dann können wir. Das lassen wir drin. Schränkchen, die drei. Das können wir auch vielleicht schräg stellen. Ohne dass es natürlich auf der anderen Seite rauslugt.
glaube, so dürfte es funktionieren. Ja. Okay, dann tun wir es auf die drei. Die Fenster rein. Und höher. Jetzt muss ich mal gucken. Na, sind die jetzt auf einer Höhe oder nicht? Ja, sind die. Und dann kommt hier ein Block dazwischen. Oder will ich das so haben? Nee, ich muss das hier so. Nee, wir machen jetzt erstmal mit der 5 hier so ein Block hier oben drauf. Kann ich hier drauf springen? Nein, aber hier kommt das ja hin. Hoppala. So. Dann haben wir direkt schon mal die richtige Höhe. So, das hier wird zugemacht. Dann kommt die 3. Jetzt kommen hier die Scheiben rein. Zack. Zack. Immer die Scheiben wieder raus. So, jetzt haben wir, jetzt habe ich gesagt, kommt da, ne? Jetzt, also, jetzt muss ich abwägen. Hier möchte ich auf jeden Fall, dass Badezimmer hinkommt. Das auf jeden Fall. Kommt jetzt aber hier noch was hin oder sag ich, okay. Hier kommt jetzt meinetwegen nur Schlafzimmer, ne? Und obwohl, nee, ich muss noch ein bisschen weiter anbauen, glaube ich. Oder ich setze hier einen Schlussstrich. Das heißt, wir hätten dann hier die Grenze. Hier die Grenze. Es ist natürlich dann die Sache. Ich ziehe ja mal für mich die Mauer, dass hier Schluss ist. Das heißt, hier könnte ich auch so. Machen wir jetzt noch mal höher. Ja, das machen wir auch höher. Ich muss mir das jetzt leider schon so abstecken, weil sonst komme ich hinterher in Teufels Küche. Das tut mir leid. Aber das ist leider so. So. Das muss ja noch gar nicht mal mehr so groß werden hier. Okay, das heißt, wir machen jetzt hier. Wie viel habe ich denn noch? 12. Noch Fenster schnell rein.